Die Stoffgruppe der PFAS wurde in einer Vielzahl von Produkten und Anwendungen eingesetzt. Also sie sind überall in unserem Alltag zu finden. Die PFAS sind extrem langlebig und chemisch nicht abbaubar. Die Stoffe sind problematisch und sie sind auch gesundheitlich bedenklich. Die synthetischen per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, auch abgekürzt PFAS, sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Laut OECD umfasst die Stoffgruppe mehr als 4000 Einzelsubstanzen. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihres großen Ausbreitungsvermögens, man hat bisher auch PFAS schon in der Arktis gefunden, obwohl sie dort nie zur Anwendung gekommen sind, werden sie auch als Ewigkeitschemikalie bezeichnet. Andere Bezeichnungen für PFAS sind PFT, polyfluorierte Tenside, oder auch PFC, polyfluorierte Chemikalien. Die Ursprünge der PFAS, im Speziellen des Teflon, gehen bis in das Jahr 1938 zurück. Der Chemiker Roy Plunkett war auf der Suche nach Kältemitteln für Kühlschränke und entdeckte das Polytetrafluorethylen, die Quelle des Teflon. Später griff der französische Chemiker Grégoire diese Entdeckung auf und beschichtete mit Teflon seine Angelschnur, um sie besser entwirren zu können. Seine Frau kam auf die Idee, Teflon zur Beschichtung von Kochgeschirr zu verwenden. Die technische Anwendung und großindustrielle Herstellung war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, weil es deutlich zu teuer war. Diese begann dann in den 50er Jahren und damit auch die industrielle Nutzung. In den 60er Jahren erfolgte der kommerzielle Einsatz durch die US-Marine als Löschmittel bei Flüssigbrennstoffbränden. Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen bestehen im Wesentlichen aus zwei Teilen. Zum einen aus einem wasserabweisenden Alkylrest. Dieser besteht aus einer Kohlenstoffkette, an der entweder vollständig oder nur teilweise Fluoratome gebunden sind. Und an dieser Kette ist in der Regel eine wasserliebende funktionelle Gruppe gebunden. Und diese beiden Teile bewirken, dass die Moleküle ähnliche Eigenschaften haben wie Waschsubstanzen, auch Tenside genannt. Und je nach Länge der Alkylrestkette sind die Eigenschaften der Moleküle leicht unterschiedlich, mehr wasserlebend, mehr wasserabstoßend. Durch diese Tensideigenschaften zeigen die PFAS auch gute Schaumbildungseigenschaften, also sind auch sehr gut für diese Verwendung als Löschschäume geeignet. Sie sind gleichzeitig wasser-, fett- und schmutzabweisend und sie sind sehr stabil gegenüber chemischen Einflüssen, aber auch gegenüber hohen Temperaturen, da die Kohlenstoff- und Fluorverbindung eine sehr starke Bindung ist. Durch die vielen vorteilhaften Eigenschaften von PFAS wurden diese in vielen unterschiedlichen Produkten und auch Anwendungen eingesetzt. Zum Beispiel in Alltagsprodukten wie dem schmutzabweisenden Teppichboden oder Sofa, über den Kaffeebecher bis hin zur Imprägnierung von Outdoor-Kleidung. Durch alle diese Alltagsnutzungen entstehen diffuse Quellen, über die PFAS zum Beispiel in die Kläranlage geraten und von der Kläranlage werden PFAS ins Oberflächengewässer oder in den Klärschlamm übertragen. Aber auch der Kaffeebecher landet auf der Deponie oder wird verbrannt und dadurch werden ebenfalls PFAS entweder im Deponiesickerwasser auftreten oder vielleicht durch die Verbrennung auch in die Luft freigesetzt. Es gibt aber auch industrielle Anwendungen für PFAS, zum Beispiel in der Galvanik. Dort werden PFAS in der Oberflächenbeschichtung von Metallen eingesetzt. Und der wahrscheinlich wichtigste Anwendungsbereich für PFAS, der Einsatz in Löschmitteln für Großbrände, zum Beispiel von Treibstoffbränden oder Chemieanlagen, bei denen es wichtig war, Löschmittel zu haben, die eben sehr hohen Temperaturen widerstehen können und die einen stabilen Löschschaum ausbilden können. Dafür waren fluorhaltige Löschmittel lange Zeit Vorschrift. Das sind sie auch heute noch. Und sie werden erst schrittweise ersetzt durch andere alternative Löschmittel ohne Fluor. Durch all diese Quellen werden PFAS in die Natur freigesetzt, zum einen über das Abwasser, über Deponien und das Deponiesickerwasser, aber auch über die Luft. Sie landen dadurch im Trinkwasser, in unserer Nahrung und wir nehmen sie auch über die Luft auf. Was ist nun eigentlich das Problem mit PFAS in der Umwelt und in unserem Körper? Zum einen sind PFAS, wie gesagt, schlecht abbaubar, sie sind persistent.
Das heißt, sie reichern sich über die Nahrungskette und auch im einzelnen Körper an. Sie sind also bioakkumulierend und sie sind überall in der Umwelt nachweisbar. Was ist weiter problematisch an PFAS? Dadurch, dass die Gruppe an PFAS so groß ist in der Anzahl, ist es sehr wenig über die toxikologische Wirkung der Einzelstoffe und auch Gemische aus diesen Stoffen bekannt. Das heißt, es ist noch gar nicht klar, welche Auswirkungen diese Stoffgruppe auf uns haben wird, aber es gibt bereits Studien, die zeigen, dass sie gesundheitliche Effekte haben. Bisher wurden für PFAS nur wenige Einzelstoffe in ihrer toxikologischen Wirkung untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Antwort des Immunsystems bei erhöhten PFAS-Konzentrationen im Körper verändert sein kann. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Wirkung von Impfungen abgeschwächt sein kann oder man anfälliger wird für Infekte. Außerdem wurde im Tierversuch nachgewiesen, dass Einzelstoffe aus der PFAS-Gruppe krebserregend sein können. Und somit besteht der Verdacht, dass die Bildung von Krebs auch beim Menschen begünstigt wird. Als Beispiel, um nochmal zu illustrieren, wie weit verbreitet PFAS eigentlich schon sind, möchte ich noch kurz die deutsche Umweltstudie nennen, die von 2014 bis 2017 durchgeführt wurde. Dabei wurden über 1100 Blutplasmaproben von Kindern im Alter zwischen 3 und 17 Jahren analysiert. Und man hat in 100% der Proben, also in allen Proben, den PFAS-Stoff PFOA, also Perfluoroktansäure, nachweisen können. Und in 86% dieser Proben konnte PFOS, also Perfluorsulfonsäure, nachgewiesen werden. Es wurde weiterhin nachgewiesen, dass diese Stoffe auch bereits vor der Geburt und in der Stillzeit von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Das heißt, bereits Säuglinge kommen in Kontakt mit diesen Stoffen und PFAS sind im Blut nachweisbar. Man sieht also, die Stoffe sind hier, sie sind in der Umwelt und sie sind auch im menschlichen Körper.